Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in der stinkenden Hecke angekommen, letzte Folge schon, und sollen uns jetzt mit dem Bettlerkönig treffen. Was fehlt? Ich weiß nicht, ob wir hier schon rein müssen, aber wir können rein. Ist die Frage, darf man hier klauen oder? Pass auf, Penner! Novigrad ist nicht dein Revier. Ich hab zwar kein Schwert, aber ich hau dir trotzdem vor's Mal. Was hier das? Oh. Okay. Keller. Mit nichts. Aber wir müssen sogar hier hin, sehe ich gerade. Abgeschlossen. Schlüssel benötigt. Okay, dann kommen wir wahrscheinlich später hier hin. Interessant zu wissen, dass da unten noch was ist. Wir können ja noch hoch. Hast du ein Problem? Ziemlich aggressiv, der junge Mann. Ist auch nichts. Gehen wir wieder raus. Siehst käsig aus. Hast du vergessene Schafsfüße gegessen? Abgeschossen. Gehen wir hoch. Gut, offen. Was ist das? Achso. Ist auch nix. Mann, hier wohnen ja echt die Ärmsten der Armen. Hier ist ja gar nix so, hallo. Enttäuschend. Ein Kopper? Oder zwei? Oder drei? Mama, guck mal, was ich gefunden habe. Das ist aber eine hübsche Kette. Wo hast du die denn her? Lag auf der Straße. Ich habe sie aufgehoben. Siehst mir geradewegs in die Augen und ich krieg's mal wieder am Atem. Eine Krone? Oh. Hier, Mama braucht vor der Arbeit noch etwas Schlaf. Abgeschlossen. Hatte noch welche von einer Zauberin. Hast du die ausgeraubt? Bist Mama, du wo bist der du? Der König hat verboten, Magier auszunehmen. Braucht sie zu dringend. Hier rein, abgeschlossen. Ist hier unten noch was? Ups, ja. Ich glaube, das lohnt sich ja gar nicht, hier rumzugehen. Du bist so grau wie meine Oma. Was? Oh. Abgeschlossen. Und da sind wir reingekommen, ne? Okay, dann, warte, was ist hier? Den ganzen Morgen geladen. Scheint es nicht zu interessieren. Dann gehen wir zum Bettlerkönig. Ups. Wird Zeit, dass wir was klarstellen, Zauberin. Ja, höchste Zeit. Meine Männer und ich kommen prima ohne dich oder andere Magier aus. Während ihr, nun, ohne unsere Hilfe wärt ihr leichte Beute für die Tempelwache. Wen haben wir da? Geralt? Hallo, Triss. Wie ich sehe, kennt ihr euch. Wie ich sehe, kennt ihr euch sogar gut. Ich war neugierig, ob du mich finden würdest, Hexer. Deine Spione haben dir gesagt, dass ich die stinkende Hecke suche? Ich wäre längst Fischfutter, wenn ich das Ohr nicht am Boden hätte. Und... Stinkende Hecke? Scheußlicher Name für unser gemütliches Versteck. Meinst du nicht?
Wie nennst du dann diesen Ort hier? Weiß nicht. Garten der Freiheit vielleicht? Für jemanden, der Bettlern und Dieben Tribut abknüpft, bist du überraschend romantisch. Du sagst Tribut, ich sage Steuern. Du sagst Dieb, ich sage hart arbeitender Außendienstler. Siehst du, Hexer, ich habe Pläne, weitreichende Pläne, diese Stadt komplett auf den Kopf zu stellen. Warum verschaffst du dir keinen Sitz im Stadtrat? Der Stadtrat besteht aus Marionetten und der Puppenspieler ist der Hierarch des ewigen Feuers. Oder war es, bis Radovid und seine Hexenjäger die Zügel übernommen haben. An scheinbarer Macht bin ich nicht interessiert. Ein Mann mit Weitblick. Eines Tages wird die sogenannte freie Stadt Novigrad wirklich frei sein. Aber zuerst müssen wir den Aberglauben loswerden. Das Gebrabbel über die geheiligte Essenz des ewigen Feuers ist doch Kinderkram. Wirklich? Die Hinrichtung hat die Massen begeistert. Die meisten davon waren Erwachsene. Jeder Mob beklatscht den Gestank brennenden Fleischs. Aber eines Tages begreifen die Leute, dass das ewige Feuer nichts als eine Schlinge um ihren Hals ist. Man nennt diesen Ort die stinkende Hecke. Aber es ist Novigrad, das stinkt. Dies hier ist die letzte Bastion von Vernunft und Verstand. Schön, dass jemand wie du in unsere Stadt gefunden hat. Denn eines Tages wird die Stadt uns gehören, Geralt. Denk an meine Worte. Unsere Stadt? Ja, meine und die meiner Freunde. Aber das ist eine andere Geschichte. Fürs Erste lasse ich euch zwei alleine. Es ist ja offensichtlich, wie nötig ihr das habt. Geralt, ich muss einiges in der Stadt erledigen. Ich komme gerne mit. Was habt ihr für eine Abmachung? Benutzt er dich? Er hilft mir eher beim Überleben. Wenn mir vor 6 Monaten jemand gesagt hätte, Triss Merigold arbeite für einen Novigrader Kriminellen, ich hätte es nicht geglaubt. Vor 6 Monaten musste Triss Merigold sich von jemandem trennen, der ihr sehr viel bedeutet hat, und ein neues Leben beginnen. Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Komm, verschaff dir einen Eindruck von meinem Leben. Ja, machen wir. Ich würde aber gerne mal reingucken. Wer sauer ist? Wer mag es glauben? Lakai des Bettlerkönigs. Wir räumen ihm die Bude leer und er schaut zu. Nur Schnappes hier zu geben. Kommen wir da dran? Ja. Da geht's da hoch, ne? Triss wartet hier draußen. Da haben wir da jetzt 3 rote Punkte. Sind die jetzt sauer, weil wir geklaut haben? Ist natürlich Haue, wenn wir gleich rauskommen, was natürlich ungünstig wäre, weil da müssen wir nämlich alles nochmal neu machen. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Jetzt bin ich mal gespannt. Verdammt. Alles Gute, Zauberin. Komm uns wieder besuchen, ja? Hilfe! Sonst rette mich! Ich sterbe! Ein Tier der Monsterschlechter.
faszinierend. Ich kannte mal einen Zauberer, der hatte diese schreckliche Hexe. Ich war mal so saublau, dass mir Blut aus den Ohren kam. Interessant, auch hier gar nichts. Okay. Frau Zauberin, schön wie immer. Wie schade, dass du gehst. Keine Sorge, ich bin bald zurück. Schön, mal freundliche Worte zu hören. Aber mein Freund braucht seine Waffen. Klar, ich hab sie. Ich hab gesagt, dass ich sie habe und ihm wiedergebe. Und das mache ich auch. Hier ist dein Zeug. Danke. Pass auf dich auf, meine Liebe. Novigrad ist nicht mehr das, was es mal war. Keine Stadt für dich. Du bist wohl wegen wichtiger Angelegenheiten in Novigrad? Wichtig wird der Sache nicht gerecht. Ich suche jemanden. Wen genau? Eine junge Frau, die für mich wie eine Tochter ist. Sie? Hier? Nein, unmöglich. Sie war hier. Dafür gibt es Zeugen und Beweise. Ich hatte gehofft, dass du etwas weißt. Du bist schon eine Weile hier. Du musst mir helfen, etwas zu finden. Irgendwas. Eine Spur. Natürlich. Ich tue, was ich kann. Wer könnte nur mehr wissen? Okay. Nun? Ja, hier kann ich nicht drauf gehen. Ist sie gerade so dezent schnell ins Haus gelaufen? Hallo, Sprit. Hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Ja, mit einigen Schwierigkeiten, könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich drei Tempelwachen auf mich zukommen. Komm zur Sache, Sprit. Keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Warte! Ein Sack voller magischer Zutaten? Und die Wachen kamen direkt auf mich zu? Ich bin kein Feigling, aber da brach mir der Schweiß aus. Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen. Nicht zu fassen, dass sie mir geglaubt haben. Ich brauche die Sachen, Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug, um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du suchst. Ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Ja, komm. Das kann ich machen. Wo hast du sie reingeworfen? Beim Kran. Zweite Brücke vom Hafen. Solche Ergebenheit habe ich nicht erwartet. Ich wollte mich sowieso erfrischen. Gehen wir. Halt! Hört ihr? Sie kommen uns holen. Der Idiot hat dicht gehalten, bis ich ihm die Fersen durchbohrt habe. Jeder hat seine wunden Punkte. Ich hab mal einen Magier verhört, dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel rausreißen, Eier zermalmen, nichts. Aber er war kitzlig. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch, setzte einen Becher drauf und der Magier wurde fast irre. Wir haben noch mal Glück gehabt, aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falltür ist im Boden. Pass auf dich auf, Sprit. Gut. Ja, Jansch. Alle Hohlfin ist ja nicht mehr normal. Sind die alle nur am Saufen, glaube ich. Okay. Ochsenfurt.
Ochsenfurt, ein Kleinod, das sich nördlich von Novigrad am Ufer des Ponta befindet. Eine Quelle des Wissens auf redanischem Boden, die nicht nur die größten Gelehrten des Königsreichs, sondern den ganzen Norden nährt. Wenn man durch die heiligen Hallen der Akademie schreitet, begibt man sich auf eine Reise des Lernens, von den feinsten Standpunkten der Philosophie hin bis zu den größten Pinselstrichen der Kunst, mit Unterbrechung, um unterwegs die Architektur und die medizinischen Präparate zu bewundern. Sobald man zur Seite blickt, sieht man Reisende, wie man selbst einer ist, die sich ebenso auf dem Pfad des Lernens begeben haben, die Studenten. Sie bevölkern die Straßen von Ochsenfurt und verleihen der Stadt einen jugendlichen Charakter, der spürbar ist, sobald man sie betritt. Studentenunterkünfte stehen dicht beisammen. Buchhändler verkaufen an jeder Ecke gebrauchte Folianten und unter jedem Baum debattieren junge Menschen leidenschaftlich über Poesie. Trotzdem ist die Jugend keineswegs nur unschuldig und gesetzestreu und es mangelt ihr auch nicht an jedem anderen klassischen Zeitvertreib. Auf den Straßen der Stadt geht es bei Tag und besonders bei Nacht laut und fröhlich zu. Obwohl die Stadträte den Verkauf von Alkohol nach Einbruch der Dämmerung verboten haben, scheint sich kaum jemand daran halten zu wollen, was überaus klug ist, denn jeglicher Schlafmangel wird durch die Gewinne mehr als wettgemacht. Die Einnahmen füllen die Taschen der Schankwirte und die nächtlichen Gesänge der Baden erfüllen die Herzen. Architektonisch zu erwähnen sind die erst kürzlich ausgebesserten Aquädukte der Elfen, die zur Reinigung der Kanalisation dienen. Sie sind Zeuge des kreativen Geistes der Stadt. So etwas in der zivilisierten Welt kein zweites Mal zu finden. Dennoch wird das architektonische Bild der Stadt von der Akademie von Ochsenfurt bestimmt, deren Gebäude wie eine funkelnde Krone hervorstechen. Nur wenige erinnern sich heute noch daran, dass diese von den Elfen errichteten Bauwerke älter sind als die Stadt selbst. Die Akademie hat der Stadt ihren Namen gegeben und nicht umgekehrt. Heute genießt die Akademie von Ochsenfurt einen so guten Ruf, dass nur der kaiserliche Akademie in Nilfgaard das Wasser reichen kann. Berühmt ist die Akademie für die Lehrstühle der Alchemie, der Naturgeschichte, von Minensang und Poesie, der Medizin und Arzneikunde, der Technik und zu guter Letzt der Philosophie. Oh. Toussaint, ein märchenhaftes Herzogtum voller Wunder. Sobald ein Reisender aus dem nördlichen Reichen zum ersten Mal die Grenze nach Toussaint überquert, hat er augenblicklich das Gefühl, eine Märchenwelt betreten zu haben. Es gibt dort kein raues Wetter, denn selbst die Winter in Toussaint sind mild und sonnig mit leichten, besänftigen Brisen und keinerlei Stürmen. Er wird nicht hungern, denn die üppigen Bäume und Büsche tragen das ganze Jahr über saftige Früchte. Er wird niemals einsam sein, denn alle, die ihm begegnen, behandeln ihn wie einen langen, verschollenen Freund. Er wird nicht einen einzigen Ort der Eintönigkeit, Langeweile oder auch Unruhen in diesem wunderschönen Land finden. In Toussaint fließt der Wein in Strömen, die Musik spielt ohne Unterlass und die Luft ist voll Vogelgezwitscher und den Gesang wunderschöner Mädchen erfüllt, die nicht mit ihren Reizen geizen. Sobald ein hübscher Ritter des Weges kommt, Beauclair, die Hauptstadt des Herzogtums, ist ein architektonisches Kleinod mit zahllosen prachtvollen elfischen Bauwerken. Schlank in den Himmel aufragende Türme, meisterlich geschnitzte Reliefs und geheimnisvolle Ruinen. Nur ab und zu sichtbare Sonne auf schwarzem Grund, der seltsame dunkle, güldene Fleck auf ein ansonsten makelloses Gebäude erinnert daran, dass es sich bei diesem Land dem Inbegriff des Märchens um ein Vasallenreich Nilfgaards handelt. Kein Buch mehr, bitte. Please, give me no book. Das haben wir ja gerade eben schon gelesen, Ochsenfurt. Ein Ei. Einwerker in Zukunft. Okay, das geht. Wie oft habt ihr den Schneider dafür verflucht, dass sein Hemd krummer war als das berühmte, berüchtigte Novigrader Krummhaus? Wie oft habt ihr mit dem Schmied gestritten, weil er für das Hufeisen einen Monat brauchte? Wie oft habt ihr euren Kindern das Essen vom Munde abgespart, weil ein Rüstungsschmied für einen lausig gefertigten Helm ein kovarianisches Vermögen verlangte? Genug. Schluss damit, sage ich. Und das sollte auch ihr. Mit Hilfe des Buches, das ihr in den Händen haltet, sowie einigen einfachen Werkzeugen werdet ihr alle grundlegenden Reparaturen selbst ausführen und vielleicht sogar neue Dinge herstellen können. Zeigt den Wucherern von der Handwerkszunft, was eine Hake ist. Krempelt die Ärmel hoch und macht euch an die Arbeit. Okay, hier können wir jetzt raus. Hier haben wir noch was. Das haben wir auch gerade gelesen. Ökonomische Scherze erspare ich mir jetzt erstmal. Und ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und in der nächsten Folge verschwinden wir in die Kanalisation. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst, bye bye und ciao ciao.